Mark nimmt am zweiten Viertel Rotwein auf Stift Make. Es ist kühl, sodass er ganz alleine auf der Terrasse Ruhe und Ausblick genießen kann. Sein Telefon ist abgestellt. Er wird inzwischen gemerkt haben, dass er das Wochenende alleine verbringen muss. Ich werde mir nie wieder ein Los aufdrängen lassen und auch nie eines erwerben, beschließe ich, während ich mich an der Hotelbar bei säuselnden Instrumentalklängen niederlasse. Ein mittelgroßer Sportler, stämmig mit Kurzhaarschnitt, leicht deformierter Nase und weit ausufernden Nasenflügeln, lässt sich mir gegenüber in einen Sessel fallen. Er trägt einen unauffälligen grauen Trainingsanzug mit weißen Aufsätzen und einem kleinen verschlungenen Wappen auf der Brust. Auf seinem Rücken prangt keine landesübliche Aufschrift, sondern das Kürzel SOH, unter dem ich mir kein Land vorstellen kann. In Gedanken gehe ich bereits alle Länder, die mit einem S beginnen, durch, bin aber nicht erfolgreich, wenn ich H und O noch unterbringen muss. Mein Gegenüber lächelt mir zu, ich erwidere. Er setzt an, etwas zu sagen, sein Mund öffnet sich, er spricht aber nicht. Ich höre keinen Laut. Er gestikuliert mit beiden Händen, während er mich fixiert. Seine Augen sind freundlich. Ich schaue auf seine Hände. In diesem Moment serviert der rheinisch umherschwatzende Kellner meinen Espresso und ein Glas Wasser. Sein Arm verdeckt den anderen. Tasse, Glas und Zuckerschale stehen vor mir. Der gegenüberliegende Sessel ist leer. Ich blicke durch die Lobby. Viele Sportler in schwarzen oder grauen Anzügen stehen herum, durchqueren die Halle, unterhalten sich. SOH ist nicht dabei. Ich bin in Gedanken bei der Ostschweiz angelangt. Die Zutaten stimmen, die Reihenfolge macht Schwierigkeiten. Wie konnte dieser Mensch so schnell entschwinden und was wollte er mir sagen? Es gab genug freie Sessel. Vielleicht stammt er aus einem dieser Soho-Viertel in London, Hongkong oder New York. Soho ist eigentlich allgemein gültig, wenn auch kein Land. Er hat das zweite O beim Waschen eingebüßt. Ich hätte ihn darauf hinweisen sollen. Ich schaue auf den ausgelegten Listen der Kampfsportler. SOHO wird nicht aufgeführt, auch sonst keine Städte oder Stadtviertel. Die Liste der Länder ist überschaubar. Im Hotelzimmer betrachte ich die Pappkarte genauer. Es ist nur ein einfacher Willkommensgruß, sehr undeutlich unterschrieben vom Direktor des Hotels. Mehr als den Anfangsbuchstaben S kann man eigentlich nicht identifizieren. Man wünscht mir einen erfolgreichen Aufenthalt. Ich bin mir sicher, dass es gestern noch ein lustiger Aufenthalt war. Aber was macht das schon für einen Unterschied? Das Zimmermädchen wird die Karte ausgetauscht haben. Vielleicht gibt es für die Businesszimmer den Wunsch zum Erfolg und in Zimmern der Standardkategorie wünscht man das Vergnügen. Ich schlendere über den Gang am Wagen der Putztruppe vorbei. Die Willkommensgrüße stapeln sich in einem kleinen Karton oben auf. Da das Zimmermädchen in einem Raum beschäftigt ist, nutze ich die Gelegenheit und stöbere in den Karten. Es sind simple Klappkarten mit einem schwarz gedruckten „Herzlich willkommen im Hotel“. Kein Name, kein Zusatz. Das Zimmermädchen, eine wohlbeleibte kleine Asiatin, sieht, dass ich an ihrem Wagen stehe und eilt herbei. Ich frage, ob es noch andere Karten gäbe als diese. Sie versteht mich nicht. Ich deute auf die Karten, sie schüttelt den Kopf, reicht mir aber einen kleinen Notizblock und Bleistift mit Hotellogo und schiebt den Wagen weiter. Am nächsten Morgen ziehe ich das Gewand aus dem zweiten Beutel über. Tiefschwarz unter einem billigen Hut mit der Plastikrose in der Hand reihe ich mich in die dunkel behütete Trauergesellschaft, ein jeder als Farbtupfer mit einem weißen Taschentuch bewaffnet, ein. Senioren in feierlichem Gewand, behütet mit dunklem Schleier oder Zylinder auf dem Haupt, folgen nach einigen Bieren und Gesängen, in denen sie im Zwang zu schunkeln eben noch vereint waren, jetzt einem offenen Sarg. Ein blasshäutiger Mann in schwarzem Tuch ist drin gebettet. Vor dem Sarg gehen die faltige Messdienerin und die als Priesterin gekleidete, ebenso betagte Dame. Die Priesterin besprengt würdevoll und sehr ernsthaft den offenen Sarg. Hierzu schwenkt sie einen langgezogenen Gegenstand. Ich muss mich auf die Zehenspitzen stellen, um ihr Weihwassergefäß zu erkennen. Mit dem himmlischen Tau einer schwarz-weißen Klobürste erquicke deine Seele, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Der vermeintlich kühlende Tau für die brennenden katholischen Seelen wird auch hier zelebriert. Hoppeditz soll am Aschermittwoch ohne Narrenkappe und Sektglas dem Feuer übergeben werden, begleitet vom Wehklagen der Jecken, die nun theatralisch Tränen vergießen und Kränze ablegen dürfen. Dazu tönen deutsche Lieder über das Sterben und den Himmel. Ein Jeck von heuer besonderen Verdiensten trägt eine Anklageschrift im Dialekt vor. Hoppeditz trägt die Schuld an allen Vergehen der Karnevalszeit, die da wären: Geld ausgeben, saufen, fremdgehen, randalieren. Die Anwesenden protestieren lauthals, verteidigen ihn. In der inszenierten, trauernden Menge glaube ich die Gesichter auf den Geldscheinen Harlekin, Pierrot, Pantalon, Pulcinella und Scaramouche zu erkennen. Ich versuche mich durch die Menschenansammlung im Garten des Stadtmuseums zu ihnen zu drängen, doch die Gesellschaft schwenkt gerade um von Verteidigen auf einen Schuldigen gefunden zu haben. Hoppeditz trägt nun alle Schuld und soll büßen für die begangenen Sünden der letzten Tage. Die Wachsleiche des Hoppeditz wird aus dem Sarg gehievt, die Umstehenden hacken sich unter und schunkeln dicht gedrängt zu Stammtischgesang mit traurigem Unterton dem Anlass gemäß. Es gibt kein Durchkommen mehr. Zwei ältere Herren in Frack und Zylinder greifen die Wachspuppe, schütten ihr einen ganzen Schwall Spiritus über und zünden sie unter den Aufschreien der Trauernden an. Das Gewand der Leiche fängt sofort Feuer und flackert hell auf. Harlekin, Pierrot, Pantalon, Pulcinella und Scaramouche erstarren. Ihre Gesichter sind grell ausgeleuchtet. Pulcinella winkt mir zu. Das Feuer zischt hoch. Jetzt hat es auch den Körper ergriffen. Hoppeditz' Gesicht schmilzt. Beißender Rauch, Hitze steigt auf. Ein Geruch aus Kleber, schmelzendem Plastik und Staub durchdringt die Luft. Ich stehe eingezwängt in der schwarzen Gesellschaft, werde von rechts nach links geschunkelt oder geschubst. Vor mir brennt es, dahinter stehen die fünf aus den Geldscheinen. Der Redner mit der Narrenkappe redet unaufhörlich laut und deutlich in komplett eintönigem Duktus. Ich fühle mich in den Seminarraum versetzt. Ein zäher Brei aus Worten schwappt ohne Satzzeichen und Pausen über mir. Die Anklageschrift landet im Feuer. Die Rede verstummt. Nicht. Der trockene Humor verdorrt niemals, so glaubt man. Er sei es gewohnt, unter kargsten Bedingungen sein Dasein zu fristen, dann, wenn sich alle anderen schon ausgelebt haben. Er überlebe auch die tiefsten Krisen, raunt man sich zu. Das ist ein arger Trugschluss, den ich zu widerlegen weiß. Durch ein komplett verdorrtes fließt kein Atem mehr. Ein Haufen Staub kann aufgewirbelt werden, er bleibt passiv im Lichterglanz, matt und unklar in der Luft, legt sich aber sachte und völlig unbeeindruckt wieder dort ab, wo man ihn aufgeschreckt hat. Ich halte mir die Ohren zu. Es hilft nicht. Die Stimme des vortragenden Jecken erklingt in gleicher Lautstärke in meinem Kopf. Das Feuer ist erloschen. Glut schimmert noch, Asche liegt im Gras. Die dichte Menschenansammlung hat sich auf der Wiese hinter dem Stadtmuseum verteilt. Einige sind schon gegangen, einige schunkeln noch unbeeindruckt, die anderen unterhalten sich in kleinen Grüppchen, plaudern, schlendern umher, erholen sich. Nur in meinem Kopf hämmern die Worte ungebrochen. Zote und Schwank blühen in der fünften Jahreszeit dem Rituale wegen, aber nicht um ihrer selbst. Seit eheher unter schlechtem Leumund hat man ihnen zwischen Altweiberfastnacht und Veilchendienstag eine Legitimation gegeben, sie in die begrenzte Freiheit entlassen, wie gefährliche Zoobewohner aus dem überdachten Käfig in den begrünten Auslauf gejagt. Dort hinter den Gitterstäben warten schon Besucher und Gaffer, starren sie an, verfolgen jede Bewegung peinlichst genau, folgen jeder auch noch so kleinsten Regung, kommentieren jede Zuckung, registrieren jedes Ein- und Ausatmen, dokumentieren die ausgestellten Wesen auf ihren Handys, meist unscharf im Hintergrund, davor das eigene, scharf lächelnde Antlitz. Ich schreie auf. Mein Schrei fliegt durch den Garten, tänzelt über die von Moos überzogene alte Begrenzungsmauer bis vor die Füße der steinernen Greisin, die im Sessel versackt, vom Sitzmöbel umarmt wird und das Geschehen von dort aus betrachtet. Sessel und Mensch sind verwoben, nicht mehr trennbar. Wie die aus Stein gehauene fühle ich mich gefesselt, angekettet an den Irrsinn des Humors. Es ist keine Umarmung, eher ein Fallstrick, eine Fessel.
Die Steinerne sitzt perfekt platziert unter den mächtigen alten Baumkronen des Museumsgartens. Ein idyllisches Plätzchen, erhöht mit einer Platte, als hätte sie einst einen Thron bestiegen und wäre dort gewaltsam angewachsen. Ich starre sie an. Die Figur verbirgt ihre Augen unter einer dicken Brille, aus denen sie mich direkt anblickt. Ich fühle die Fesseln schon um meinen Körper, einen dritten Arm, der mich umfasst und gewaltsam festhält. Ich bin längst nicht mehr frei in meiner Bewegung, als ein Taschentuch vor mir geschwenkt wird und das stumme Zwiegespräch zwischen mir und der Alten im Sessel beendet. Ein Mann mit dunkler Baskenmütze und schwarzem Einstecktuch reicht es mir augenzwinkert, erklärt in breitem rheinischem Dialekt, er verstehe mich sehr gut, es wäre auch alles furchtbar traurig und kaum auszuhalten. Dann erkundigt er sich, zu welcher Karnevalsgesellschaft ich denn gehören würde. Vielleicht könne man sich noch beim traditionellen Fischessen treffen. Wütend starre ich ihn an, frage, ob der Flughafen immer noch streike. Er erklärt, man habe sich heute geeinigt, ob ich denn die schöne Stadt am Rhein schon verlassen müsse. Ich reiße mir den schwarzen Umhang vom Körper, trete den Stoff ins Gras, schlüpfe aus den Schuhen und schleudere sie mit Samtstrümpfen über die Wiese. Der Hut fliegt hinterher. Barfuß in eigener Hose und Shirt stapfe ich entnervt zum Hotel zurück. Mark hat versucht, mich zu erreichen. Ich habe das Klingeln im allgemeinen Wehklagen überhört. Ich sehne mich zurück in dem Gefühl, unendlich weit entfernt in einer anderen Welt zu sein, von der ich nicht weiß, wer oder was mich herverschlagen hat und warum ich mich darauf eingelassen habe. Ich denke an mein Zuhause, meine Nachbarschaft, während zwei Uniformierte aus dem Hotelpersonal argwöhnisch auf meine geschwärzten Füße blicken und mir den Eintritt verweigern. Ich suche nach meiner Schlüsselkarte, um mich als Hotelgast auszuweisen. Die Karte steckt in der Tasche des Umhangs, den ich im Rasen des Stadtmuseums zurückgelassen habe. Ich verlange nach der Direktion. Mein Name steht auf der Gästeliste. Einer der Uniformierten telefoniert widerwillig mit der Rezeption. Mein Name ist als Gast nicht registriert. Ich rede von der Lotteriegesellschaft, die mich hierher eingeladen hat. Je mehr ich erzähle, umso weniger glaubt man mir. Mein Zimmer mit der Nummer 417 ist von einem anderen Gast belegt. Man bittet mich, den Eingang des Hotels freizugeben. Ich greife zum Handy. Das Display ist schwarz und bleibt es auch. Nach diversen Wischbewegungen und einem kraftvollen Versuch, das Gerät mit der Faust zu erwecken, schleudere ich es wütend in den nächsten Kübel. In der Abfalltonne blinkt es wieder auf, beleuchtet den umliegenden, schimmeligen Mist und ich höre die Google-Stimme in den fauligen Gestank der Abfalltonne fragen, ob ich etwas gesagt habe, denn wenn, hätte sie es nicht verstanden.